Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom PC Build Simulator 1. Und ja, wir machen gleich dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. In unserem schicken Studio mit dem einen PC hier. Und Leute, ich bin komplett dämlich gewesen. Ne? Ich kenne mich mit PCs aus. VRAM, ich dachte mir erst, das hat was mit dem Arbeitsspeicher zu tun. Ich voll Idiot. Das hat eigentlich was mit der Grafikkarte zu tun. Steht sogar hier in den, hier im Spiel drin. Wartet. Grafikkarten. VRAM. 4 GB brauchen wir. Ja. Weiß ich nicht, ob das so schlau war. Egal. Was ist das hier noch? Terabyte. Grafikkarte habe ich schon bestellt. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Kommt morgen an. Okay. E-Mails. Gucke. Terabyte. Grafikkarte. CPU. Bis Ende heute, das schaffen wir niemals. Veraltet. Ja, okay, ist eh veraltet. Auf 16 GB RAM erweitern, das schaffen wir auch. Annehmen. Upgrade bitte. 2 Tagen lehne ich mal lieber ab. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Ja, 9 Tage Grafikkarte. Ja, die kriegen wir locker ran. Und hier eine HDD und eine RAM. Ja, okay, das kann ich eh nicht, weil ich noch nicht den genug Sterne habe. So, Budget $250. Da kriegen wir bestimmt was Gutes ran. $250. Preis absteigend. Das ist das Beste. Für den Preis würde ich sagen, schon so die. Ja, der hat aber wenig VRAM, aber Beleuchtung. Die mit. Oh, die hier. Die super, hat 4 GB VRAM, die nehmen wir. Dann Speicher. Budget $250. Machen wir dann ja, den zweimal. Was ist denn an dem? Hä? Was ist eigentlich da der Unterschied? Ach, das hier ist einmal 16 GB direkt. CPU aufrüsten. Budget $400. Ein Intel. Teile von Intel sind richtig gut. Okay, wir brauchen Intel CPU. Na, nehmen. Ja, doch, klar, nehmen wir gleich den i7-6700K. Der ist nicht der beste, aber sollte reichen. Und der hier wird geliefert. Das wird auch geliefert. So, dann bezahlen wir das. Und wir sind jetzt immer weiter im Minusbereich. Ja. Kommt das alles an? Bei welchem Tag bin ich bei dem hier? Das kommt an. Dann kommt das alles an. Uff. Okay, fertig. So. Nehmen wir ja einmal die Grafikkarte raus, die wir jetzt für den PC hier brauchen. Nehmen wir die alte einfach mal raus. Zack. 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 So, und die neue Grafikkarte, die hier gleich Rinder an Strom stellen. Ja, kompatibel kann man gleich verkaufen. Ja. Etwas vergessen, ja. Das ja. Kann mal ran. Und dann war es auch schon mit dem PC. Da ist dann der nächste fällig, aber ich glaube, die kann ich noch gar nicht bearbeiten. Ich habe Scheiß drauf. Egal, reden wir nicht drüber. So, der ist fertig. Build Run. Suchen wir. Hier ist Sale. Empfohlene Spezifikation. Passend. Der ist fertig. Jop. Ab Arduino. Was sehen wir die Moneten dafür? E-Mail. Ach du Kacke. 5 Sterne. Boah, bin ich gut. Verwerfen. Ja, ich habe auch ja noch deine Terabyte. Die Teile kriege ich nicht an. Den habe ich als Auftrag. Den habe ich als Auftrag. Erstmal alle ablehnen, weil ich brauche die Teile erstmal. Ohne Teile kann ich ja die anderen hier, die alle nicht bauen. Und da muss ich dann jetzt erstmal den Tag beenden. Und nochmal gucken, was gibt es hier, was ich umstellen kann.
Okay, nicht so viel Upgrade. Eine CPU. Was willst du für eine? Wahrscheinlich kann ich da 1, bla bla bla. PC. Auf PC bei ein paar von den Weißen gesehen. Hä? Was will denn der von mir? Neulich habe ich. Ja, CPU aufrüsten. Was brauchst du für eine? Steht nicht hier. Cool. So, Leute. Wir sind wieder da. Ja. Cool. Ja, cool. Wo waren wir gerade? CPU aufrüsten. Ich habe jetzt einfach welche bestellt. Wo am Warenkorb zumindest. Nehmen wir also an. Upgrade für meinen PC auf 8 GB RAM. Die haben wir ja, glaube ich, sogar noch, Leute. Speicher. Ach, selbst wenn, komm. Rinder mit dem Warenkorb. Das stimmt. Diagnose stellen, reparieren. Das können wir mal. Bei diesem Auftrag ist notwendig, dass du eine Fehlerquelle beim entsprechenden PC widerlegst, damit du darauf erforderliche Teile bestellen kannst. Ja, ich sollte erstmal die PC haben, du Schlau. So. Nein, ich muss ja noch die ganzen Sachen bestellen. Und Abfahrt bestellt. Und dann. Wann kommt das an? Oh. Ist da alles? Kritischer Hase. So, die ganzen Teile sind angekommen. Womit fangen wir an? Diagnose brauchen wir nicht. CPU-Aufrüstung? Ne, ich brauche erstmal die alten Dinger. RAM. Oh, der braucht eine ganz klare Reinigung. Zack. Aufschrauben. Aufschrauben. Nein, wir haben etwas dabei nicht. Ein bisschen lüften ja erstmal. Zack, zack. Oh. Zack. So. Gereinigt ist er. Jetzt müssen wir noch hier aufwerten auf 16 GB. Und ich bin ehrlich, ich mag das immer, wenn das einheitliche RAM-Sticks sind. Ist ja auch bei mir so hier zu Hause so. Ich habe zweimal Corsa und der kriegt hier auch zweimal Team Group F. So. Betriebssystem laden lassen, zuschrauben und fertig ist das ganze Teil. Fertig. Was ich schön finde, würde man hier so einen Bereich haben, einmal neue PCs und einmal abgelagerte. Vielleicht ist das beim neuen PC-Simulator so, ich weiß es auch. Kann ich nicht sagen. So, was hast du? CPU. Boah, der erste Lüfter mit LEDs. Der erste PC mit LEDs, richtig. So, du hast so, wie es aussieht, ein Intel. Richtig. Ey, da bin ich gut im Raten. Intel i600, 6700. CPU. Was ist der Unterschied zwischen K und. Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne mich so mit den PCs, Aufbaufunktion allgemein aus. Aber sowas hier, K oder sowas, bin ich überfragt. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Unvollständiges Gehäuse. Erstmal starten wir die ganze Butze. Schrauben das ganze Ding hier zu. Und fertig. So, stellen wir hier hin. Nehmen den mit. Der hier sieht aus nach der Grafikkarte. Oder? Ah, ne, das ist der Terabyte. Die ist der jetzt eigentlich mal da? Ins Festplatte. 2 TB. Eop, ist da. Zack, zack. Da müssen wir die Rückwand aufschrauben. Um ans Netzteil. Ach, was für Netz? Ach Mann, was tue ich ja eigentlich? Auf. Fertig. Zuschieben. Kabel verbinden. Einmal ans Motherboard. Einmal ans Netzteil. Einmal ans Netzteil und einmal ans Motherboard. Damit Betriebssystem laden und dann ist das Ding schon fertig. Fehlt noch irgendwas Unverständliches? Oh, Ese. Ha, die Rückwand sollte natürlich nicht fehlen. Zuschrauben, zuschrauben, zuschrauben. Im Lieferbereich abstellen. So. Du bist welcher? Grafikkarte.
Müsste ich mal gucken, ob ich noch eine habe oder nicht. Ich glaube aber nicht. Gucken wir mal. Grafikkarte. Nee, habe ich nicht. Dann lasse ich dich hier mal stehen und mache jetzt mal diese Diagnose mit dem anderen PC. Diagnose, und was ist das hier? CPU. Aber mal CPU. Kommt die noch an? Ja, die kommen erst noch. Blöd. Dann machen wir hier mal die Diagnose. Abfahrt. Instellen. Anschalten. Gehen wir ins BIOS. Keine CPU gefunden. Bedeutet vermutlich, die CPU ist Schrott. So wie es aussieht. Da muss ich mal. Ja, ich habe schon gefunden. Da muss ich mal gucken, was hat denn das Ding hier für eine? Ich vermute mal wieder Intel, ne? Nee. Oh, wie gut bin ich, dass ich einfach ein AMD und ein Intel bestellt habe. Boah. Weil. Jetzt kann ich bei dem anderen PC einfach gucken, den stellen wir mal kurz weg, bei dem da, was der für eine braucht, und wenn der eine Intel braucht, boah, dann bin ich so gut, ne? Vor allem, ihr müsst euch so vorstellen, ich spiele das Spiel zwar in der Freizeit, habe ich schon mal gespielt, aber ich habe immer nur den Sand oder den Kreativmodus gespielt, wo man alles machen konnte. Diesen Story-Modus, weil wenn ihr denkt, das ist so. Scheiße, er braucht zwei. Das ist jetzt blöd. Oh, ich habe mich so gefreut, dass. Oh. Das ist blöd. Ich dachte jetzt, er braucht eine Intel. Der Staubreinigung kann er auch noch vertragen. Kriegt da aber alles noch. Das ist blöd. Gehen wir erstmal wieder hin. Oh Gott. Warte mal, muss ich da nicht noch eine Grafikkarte bestellen? Ja. Eine Grafikkarte. Oh, die muss bis zu dem Mittwoch da durchkommen. Ne? Shop. Ach so, ist er offen. Grafikkarte. Gehen wir den Verehren. Komm, beste, die es gibt. Bin damit. CPU. Haben wir eine? Nehmen wir. Nee, ah, nee, Intel brauche ich nicht. Intel. AMD. Ich nehme einmal den AMD. Quad-Core. Die schmeißen wir da raus. Dann bestellen wir das schon mal vor. So, dann jetzt erstmal kassieren. 5 Sterne. Boom. Kassieren. 5 Sterne. Boom. 5 Sterne. Boom. Boah. Grafikkarte. Diagnosestellen habe ich schon. Auf 8 GB. Bis Ende. Ich noch in Verringerung. Ich glaube, ich habe noch in im Inventar. Gucken wir einfach mal. Doch nicht. Scheiße. Da müsste ich den ja auch wieder bestellen. Bis morgen. Bis morgen. Die Teile sind nicht mehr da. Konto überzogen. Ja, ich weiß, dass ich das überzogen habe. Muss man mir nicht sagen. Grafikkarte aufrüsten. Budget $300. PC kann man wieder Warcraft spielen. Oh, das war so geil früher. Ja. Ablehnen, oh, ich halte nicht so viel Anime. Junge, weiter. So. Auf Gigabyte. Jo, so RAM. Keine Ahnung, was ich jetzt alles bestellt habe. Ist egal. Schnappen wir uns hier von was. Davon ein paar. Davon nochmal ein. Grafikkarte. Davon nochmal. Dann für preisgünstigere. Die nochmal. So, und damit sind wir nochmal fett im Minusbereich. Abfahren. Kommt das? Ach, cool. Aber eigentlich geht es tatsächlich. Nur jetzt muss ich da mal wirklich. Nee. Oh, blöd. Ach, komm, damit muss ich erstmal alle E-Mails wieder ablehnen. 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 Ab. So, die 6 Bestellungen habe ich jetzt gerade. Das wird stressig. Ich habe 6 Bestellungen, aber achso, der 6 ist ja gut. So, jetzt brauche ich aber mal die ersten Sachen. Tag überspringen wir einfach mal, damit alles jetzt da ist. So. Jetzt haben wir ein bisschen was. So, fangen wir mal an. Wir schnappen uns den hier einfach mal mit und packen den hier hin. Was starten jetzt hier mit? So, was brauchst du? Diagnose, genau, der.
CPU wurde nicht mehr gefunden, weil sie defekt ist. $6 kriege ich dafür. Boah, wild. Ich glaube, ich nicht die Dinger noch. Ach so. Das jetzt wird nicht mehr vom AMB, aber. Egal. CPU. Bin damit. Schließen wir. Tools. Wärmeleitpaste. Abfahrt. Ich glaube, der hier war es hier, ne? Fehlendes Kabel. Schließen wir. Warum sind hier unten fehlende Kabel? Junge, wer hat den PC zusammengebaut, dass da unten Kabel fehlt? Die Luft startet. PC startet. Diagnose. Oh, was eine geile F35. Oh, die seht ihr ja gar nicht. Scheiße. Ja, ich bin hier. Das ist eine schicke F35. So ein Ding würde ich auch mal gerne in echt sehen, ne? So. Erster fertig. Nächster mitkommt. Du brauchst was? Eine Grafikkarte. Ja. Boah, so an der Seite sieht das auch fresh aus. Weg damit, weg damit. So, Grafikkarte. Vermutlich. Ja, ich habe keine Ahnung, welche der hatte. Ne? Ich habe wirklich keinen Plan. Vor allem MSI müsst ihr euch so vorstellen. Die haben jede Grafikkarte irgendwie 5-mal. Aber die hier scheint besser zu sein. Also, und das ist wirklich schlimm dort. Weil das, da blickst du nicht mehr durch nach der Zeit. Unverständlicherweise. Also, aber was die an Grafikkarten haben. Vor allem, die, wirklich diese roten habt ihr ja gerade gesehen. Und das hier ist ja wirklich ein realistisches Game, so vom Ding her. Und die haben alle, wirklich, die gibt's alle so, wie sie da waren. Heißt, die haben eine Grafikkarte vom Aussehen her 5-mal. Wenn du dich da einmal verliest, blöd gelaufen. Also, CPU. Aufrüsten. Ja, doch, der rüst dich locker auf. CPU Ryzen 5500. X-Quax. Dadurch. Anschalten. Prozessorkühlung. Ruf damit. Dann blasen wir hier nochmal mit dem Pressluft durch. Und haben wir hier Slater. Super. Super. Ah doch, der hat einen RAM-Stick. Zack. So, alles sauber, fast alles. So. Sauber. Nein. Dann nochmal die Deckplatte drauf. Betriebssystem wird geladen. Fehlendes Kabel, halt stopp. Oh nein. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Hätte ich den so abgegeben. Ja gut. Ich glaube, der wäre nach einer Zeit nicht mehr gegangen. Weil ohne CPU-Kühlung. Maul nochmal. Ah, ja, ja, ja. So, weg. Ist anstrengend tatsächlich nach der Zeit. World of Warcraft nicht angeschlossen, ja, ist mir klar. World of Warcraft stieft mich darauf, weil auf die Mindestanforderung, der hat eine zu schlechte Grafikkarte. Dann nehmen wir mal die alte raus. Zack, zack, zack. Rausnehmen. Grafikkarte. Nehmen wir einfach die hier. Bitte passen. Dann das Ding festmachen. Zack, 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 zack. Starten wir den PC. Machen hier schon mal zu, weil ich weiß, das funktioniert. Passiert doch. Ach nee, haha. Ja, ohne Grafikkarte. Kein Bild. Blöd gelaufen. Ey, wirklich, ich stelle mich jetzt halt zu blöd an. Bin ich ehrlich. Zumachen so. Ja, jetzt brauchen wir wieder den schönen USB-Stick nach einer Zeit mal. Rin damit. So. Programme. Will it run?
In der Zeit, wo der gleich neu startet, kümmere ich mich schon mal um den anderen PC. Und neu starten. Dann gucken wir mal hier. Der hier brauchte was? Gigabyte. Oh, ne, noch RAM-Erweiterung. Machen wir. So, weg damit. Speicher da. 8 Gigabyte. Rinn damit. Nochmal 8 GB. Ja, komm, nehmen wir einfach den. Rinder mit Wärmeleitpaste auftragen, weil ohne das. Maue Nummer auch mit dem Prozessorkühler. Zack. Kabel nicht vergessen. Oh! Termin überschritten. Shit! Dann pusten wir hier nochmal so ein bisschen durch. Scheiße. Termin überschritten. Krieg trotzdem noch das Geld. Wenn ich eine Ausrede nehmen würde nach Motto, ja, die Teile sind nicht angekommen. Weiß ich nicht. Geiler Hintergrund. So, alles sauber. Machen wir hier zu. Und fertig ist die Butze. Im Lieferbereich abstellen. Ja, sorry, ein bisschen spät gekommen. So. Den stelle ich mal hier hin. Der hier. Krieg mal. Hä? Ich habe zwar noch nicht mal geguckt, ob der die Mindestanforderungen erfüllt, aber ja, es geht. Cool. Also. Das ist cool. Ja, Grafikkarte aufrüsten. Machen wir. Das ist eine Asus. Oh, die. Das ja. Sieht aber sexy aus. Scheinbar ist sie nicht gut. Zeig mal. Hä, die sieht aber fresh aus. Naja, ich habe auch eine Asus, deswegen. Sind Asus cool. Ja. Hundert Jahre später, ey, okay. So, Leute, also, wir sind jetzt fertig. Ich musste kurz einen Timeskip einmal. Ja, aber wir sind fertig. Grafikkarte ist installiert. Funktioniert alles im Lieferbereich abstellen. Jo, kassieren wir noch den ganzen Kladderadatsch einmal ab. Gott, sind da viele Neubestellungen. Kassieren, verwerfen, kassieren, verwerfen, kassieren. Was? Das CPU-Upgrade erfüllt seinen Zweck und sie haben sogar ein paar neue Kabel eingezogen. Hä? Und warum 4 Sterne, wenn es dich so freut? Muss ich nicht verstehen. Kassieren. Was? Ich will aber nicht ausgegeben. Oh! Hä? Nee. Verstehe ich nicht. Doch gar nicht mehr ausgegeben. Ja, sorry. War unter Zeitdruck. Ja, beenden wir. Ja, gut schalten. Ja, ich würde sagen, wir lehnen jetzt einfach mal kurz hier alles ab. Weil, so viel. Posteingang ist fertig. Und ja, das würde ich sagen, war es mit dieser Folge an der Stelle. Sehr viel Stress. Und ja, trotzdem würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut da rein und ciao, ciao.